Wir Deutsche. Mehr als 80 Millionen Menschen, die essen müssen und genießen wollen. Das größte Volk Europas, das auf vergleichsweise kleiner Fläche versorgt werden muss. Was hat unsere Vorfahren ernährt? Der Fleischkonsum lag vergleichsweise niedrig. Und wie hat die Geschichte unseren Geschmack beeinflusst? Warum wir Bananen so lieben? Und wie wir in den Stürmen der Jahrhunderte zu leidenschaftlichen Fleischessern wurden? Schweinemast, das ist das Geheimnis. Der Teller ist endlich voll. Wie viel essen Sie eigentlich in Ihrem ganzen Leben? Was am liebsten? Und wo kommt das alles her? Deutschland in Zahlen, die so viel darüber verraten, was uns Deutsche am Leben hält, was uns Energie gibt und welcher Stoff unser größter, unser lebenserhaltender Schatz ist. Unsere Abneigungen, unsere Vorlieben. In Sachen Ernährung ist nicht alles nur Geschmackssache. Wir sind genetisch wie kulturell einfach so veranlagt, dass wir Übereinstimmungen herstellen müssen. Sind Sie der Durchschnittsdeutsche? Oder doch ganz anders? Gestatten? Das sind wir. Dieser Mann ist unser Ebenbild. Unser statistischer Durchschnitt. Sein Name Thomas Müller. Er ist 42 Jahre alt. 1,79 Meter groß. Und hungrig. Seine Familie ist es auch. Bei der Nahrungssuche hilft ihm sein festes Einkommen und ein jahrtausendealtes Talent. Thomas Müller ist ein moderner Jäger und Sammler. Er verbringt 13.140 Stunden seines Lebens nur damit, sich und seine Familie zu versorgen. Das sind 1,5 Jahre. Aber im Vergleich zu früher ein Klacks. Auch wie er heute jagt, hat sich den modernen Zeiten angepasst. Sein Jagdrevier ist der Supermarkt. Und hier wäre er ohne Sabine, seine Frau, verloren. Sabine Müller, 45 Jahre alt, 1,66 Meter groß, Halbtagskraft, ist zuständig für den Lebensmitteleinkauf. Thomas kümmert sich in der Familie um alles, was groß und schwer ist. Alles Technische und natürlich das Auto. Sabine hat nicht nur die Hosen an, wenn es um Lebensmittel geht. Sie redet sogar rein statistisch bei fast der Hälfte von Thomas' Unterwäschekäufen mit. Ihm ist's recht, denn Einkaufen ist ihm ein Gräuel. Er will nur eins, schnell raus hier. Sabine nimmt sich ordentlich Zeit zum Einkaufen. Ganze 26 Minuten täglich. Thomas schafft das Gleiche in 19. Dank der Komplettauswahl im Supermarkt ging Einkaufen noch nie so schnell. Nicht nur wie, sondern auch was wir Deutsche einkaufen, ist eine Geschlechterfrage. Während Sabine regelmäßig neue Ideen für den Speiseplan bekommt, denkt Thomas nur an das eine. Fleisch. Oh, 160 Gramm verdrückt er jeden Tag. Fast doppelt so viel wie seine Frau. 9% von uns sind heute Vegetarier. Doch das Fleisch und die Deutschen verbindet eine lange Beziehung. Fleisch hat eine ganz besondere Wertigkeit. Einmal ist es energiedicht, dann hat es einen hohen Eiweißgehalt. Es steht am Ende einer langen Wertigkeitskette in der Agrarproduktion. Und es war häufig sehr, sehr knapp. All diese Faktoren führen dazu, dass Fleisch auch eine besondere Symbolkraft hat, gerade im deutschen Sprachraum.
Wir haben hier den Fleischverbrauch pro Kopf und Jahr und schauen jetzt mal die unglaublich dynamische historische Entwicklung uns an. Viele unserer heutigen Essgewohnheiten stammen aus dem alten Rom, wie 3 Mahlzeiten am Tag. Auch Fleisch war beliebt, aber nur wenig verfügbar. Die Römer aßen vor allem Getreide und Gemüse. Der Fleischkonsum lag vergleichsweise niedrig, 20 bis 30 Kilo pro Kopf und Jahr. Und erst im Laufe der Zeit entwickelte sich der Fleischverbrauch nach oben. Die chaotische Epoche der Völkerwanderung bringt eine entscheidende Veränderung. Der Ackerbau ist primitiv und wenig ergiebig. Dagegen tritt der Fleischlieferant Nummer 1 seinen Siegeszug an. Schweinemast, das ist das Geheimnis. Die Menschen können sich jetzt zunehmend das leisten, wovon sie so lange geträumt haben. Fleisch, und wir haben einen stark ansteigenden Fleischverbrauch. Eine Größenordnung von 100 Kilo pro Kopf und Jahr ist plausibel. Das ist möglich, weil Schweine Selbstversorger sind. Sie fressen unsere Abfälle oder finden reichlich Futter, wenn sie zur Eichelmast in den Wald getrieben werden. Am Ende des ersten Jahrtausends wächst die Bevölkerung deutlich. Und es ist gar nicht mehr genug Boden und Wald da, um so viele Schweine zu ernähren. Die Menschen steigen verstärkt auf Ackerbau um. Fleischkonsum wird jetzt zum Statussymbol. Wir haben etwas ganz Neues. Wir haben eine soziale Differenzierung. Wir haben auf der einen Seite eine arme Landbevölkerung, die sich das Fleisch, was sie produziert, vielleicht gar nicht leisten kann. Und auf der anderen Seite einen neuen städtischen Wohlstand, einen ganz neuen Lebensstil. Doch dann entvölkert die Pest den Kontinent. Etwa ein Drittel der Bevölkerung fällt ihr zum Opfer. Eine Krise. Aber die Menschen haben mehr Raum für Landwirtschaft und vor allem für Viehzucht. Und wir haben einen deutlich ansteigenden Fleischkonsum pro Kopf und Jahr bis auf 100 Kilo. An der Wende zur Neuzeit war der Fleischverbrauch so hoch wie nie zuvor und wahrscheinlich auch nie danach. In der Folgezeit sollten die Karten aber ganz neu gemischt werden. Die Entwicklung von Köln zeigt es exemplarisch. Bevölkerungsexplosion. Wir verdreifachen uns innerhalb von nur 300 Jahren. Eine katastrophale Proteinunterversorgung für die Bevölkerungsmehrheit. Und dann kommt das 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung, die Verwissenschaftlichung der Landwirtschaft, nur unterbrochen durch die beiden Weltkriege. Und das führt dazu, dass Deutschland endlich genug Fleisch produziert. Der Teller ist endlich voll. Wirtschaftswunder. Die fetten Jahre beginnen. Zu Hause ein gutes, reichhaltiges Essen vorzufinden, ist sehr schön. Eine zufriedene Frau zu haben, ist fast noch besser. Aber beides zusammen zu besitzen, das ist gewiss am allerbesten. Der Fleischkonsum steigt sprunghaft. 50 Kilogramm Fleisch vertilgen wir pro Bauch und Jahr. Heute bringt es Thomas Müller sogar auf mehr als 60 Kilo im Jahr. Fleisch hat dazu beigetragen, ihn zum Sieger der Evolution zu machen. Unsere Vorfahren hatten ein wesentlich kleineres Gehirn. Energiereiches Fleisch förderte unser Hirnwachstum über Jahrtausende. Hirnzellen brauchen 16 Mal mehr Energie als Muskeln. So konnten wir unser Hirn zur Entwicklung unserer Kultur benutzen, anstatt zur ständigen Nahrungssuche. Die Vorliebe blieb und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Als Ungeborenes schwimmen die schon so quasi auch in Geschmacksstoffen. Ja? Nämlich im Fruchtwasser sind feine Spuren von dem, was die Mutter isst. Und dann geht es weiter. Wenn das Kind geboren wird, wird es gestillt. Und in der Muttermilch findet sich auch das wieder in feinsten Geschmacksspuren, was die Mutter konsumiert. Und das bildet dann nachher so quasi unseren Vorliebenhorizont. Da unsere Mütter und Großmütter vor allem Schweinefleisch liebten, mögen auch wir es am liebsten. Es versorgte uns früher über den Winter als Wurst. 1500 Sorten gibt es in Deutschland und jede Menge Wurstbegriffe in der deutschen Sprache.
allerdings selten positiv besetzt. Oder würden Sie sich über Wurstfinger freuen? Schönen Tag. Kann Thomas sich nicht entscheiden, was er will, ist ihm alles Wurst. Bei Diskussionen geht es um die Wurst. Und manchmal spielt Sabine dann die beleidigte Leberwurst, bis sich die beiden wieder vertragen. Wurst spaltet die Nation. Der Weißwurst-Äquator teilt Deutschland in Deutschland und Bayern. Auf der ganzen Breite durchzieht unser Land außerdem eine Süß-Sauer-Grenze. Im Norden, wo er über den Seeweg ankam, mögen wir deutlich mehr Zucker. Genau wie Tee im Gegensatz zu Kaffee. Oder die Nudel versus die Kartoffel. Die Knolle dominiert im Norden und Osten, weil sie dort einstmals gefördert wurde. Bei wenigem sind wir uns so einig wie bei der Banane. Jede 10. weltweit angebaute wird in Deutschland gegessen. Europarekord. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Beim Abschluss der EWG-Verträge von 1957 in Rom haben wir Deutsche auf eine Sonderregelung gepocht. Zollfreie Einfuhr von Bananen aus Lateinamerika. Schließlich konnten wir sie nicht billig aus ehemaligen Kolonien holen, so wie Frankreich oder die Niederlande. Mit der Kartoffel, dem deutschen Gemüse schlechthin, konnten wir lange nichts anfangen. Friedrich II. Wollte sie unbedingt in Preußen anbauen. Denn er erkannte, dass die kohlenhydratreiche Knolle das Ernährungsproblem des Landes lösen würde, wenn man sie nur richtig zubereitete. Doch die Bauern misstrauten der Kartoffel. Deshalb befahl Friedrich sogar, wie man Kartoffeln anbauen und kochen sollte. Der Koch in Preußen, das bin ich. Der alte Fritz griff zu einer List, um seiner Kartoffel endgültig zum Durchbruch zu verhelfen. Er ließ seine Soldaten Kartoffelfelder bewachen. So erschien den Bauern das neuartige Ding auf einmal sehr wertvoll. Endlich bauten sie es an. Heute gilt die Kartoffel zwar als Synonym für deutsches Essen, Sättigungsbeilage. In Wahrheit sind andere Gemüse inzwischen viel beliebter. Vor allem die Tomate. Entsprechend sieht die Liste unserer Leibspeisen aus. Auf Platz 1 Spaghetti Bolognese. Auf Platz 2 Nudeln mit Tomatensauce. Und auf Platz 3 neben Schnitzel Pizza. Allesamt Gerichte mit viel Tomate. Die großen Reisewellen in den 60ern, besonders nach Italien, brachten die Tomate nach Deutschland. Ein typischer Wocheneinkauf. Verpackt und handlich. Aber haben Sie sich schon mal vorgestellt, wie viel wir Deutsche in einem ganzen Leben essen? Man kann es statistisch errechnen. Wir treiben alles zusammen, was wir im Laufe unseres Lebens in 71 Jahren vertilgen. Denn so lange wird Thomas Müller leben. Und da kommt einiges zusammen. Allein 46 Schweine verzehren wir. Dazu kommen 12 Gänse, 37 Enten und 46 Truthähne. 4 Schafe und Lämmer isst jeder von uns. Und ebenso viele Kühe und Kälber. Doch die größte Anzahl stellen die Hühner. 945 Stück. So hart es ist, wir lieben Tiere. Auch auf unserem Speiseplan. Alles zusammengezählt umfasst unser Lebensspeiseplan 1094 Tiere. Dabei essen unsere europäischen Nachbarn zum Teil sogar noch mehr Fleisch. Platz 1 beim Fleischkonsum belegt Zypern mit 134 Kilo pro Einwohner und Jahr. Gefolgt von Dänemark mit 116 Kilo. Deutschland liegt nur auf Rang 9. Neben Fleisch lieben wir Milch. Wir konsumieren Produkte aus 6600 Litern in unserem Leben.
Wir verbrauchen 7,2 Tonnen Getreide und machen daraus unter anderem Bier. Doch das ist längst nicht mehr unser Lieblingsgetränk. Es liegt nur noch auf Platz 4, Tendenz fallend. Unsere bevorzugte Flüssigkeit heißt jetzt Kaffee. Danach kommen Mineralwasser und Erfrischungsgetränke, wie unser Lieblingssaft Orangensaft. Was wir sonst noch zum Leben brauchen, sind die vielen kleinen Zutaten, die unserem Essen Geschmack geben sollen. 2,5 Tonnen Zucker, 25 Kilo Pfeffer und andere Gewürze, 200 Kilo Salz. Das sind die Lebensmittel, die wir in unserem Leben verbrauchen. Auf einer Fläche von ca. 1000 Quadratmetern. Wohlgemerkt, ein einziger von uns. Aber wo kommt das alles her? Über die Hälfte des Bundesgebietes besteht aus landwirtschaftlicher Produktionsfläche. Deutschland, das sind 288.000 landwirtschaftliche Betriebe. Sie produzieren im Jahr Lebensmittel im Wert von rund 40 Milliarden Euro. Schaffen können sie das nur dank eines massiven Produktionsschubs. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts versorgt ein Landwirt gerade einmal 4 weitere Menschen. In der Nachkriegszeit wachsen die Höfe. Immer mehr Technik hilft den Bauern. Im Jahr 1950 ernährt ein Landwirt bereits 10 Menschen. Heute sind es 140. Durch hochtechnisierte Großbetriebe, besonders im Osten. Der größte unter ihnen macht allein 77 Millionen Euro Umsatz. Doch die Riesenhöfe erzeugen nur einen Bruchteil unserer Agrarprodukte. Im Westen und Süden hat die Landwirtschaft ein komplett anderes Gesicht. Viel mehr, viel kleinere Höfe. 94% unserer Bauernhöfe sind immer noch Familienbetriebe. Sie decken den Löwenanteil unseres Bedarfs. Es sind die kleinen Bauern, die uns am Leben halten. Uns, das heißt die Müllers. Tatsächlich werden fast alle der landwirtschaftlichen Produkte, die sie essen, in Deutschland produziert. Das mögen wir. In einer immer undurchschaubaren Welt wollen die Deutschen Sicherheit haben. Das drückt sich aus, dass wir wieder regionale Lebensmittel haben wollen, dass wir lieber in kleineren Unternehmen als in multinationalen Konzernen arbeiten. 50% der Deutschen achten beim Einkauf von Lebensmitteln inzwischen auf die Herkunft aus der Region. Alles, das ist sozusagen ein Setback aus einer immer größer, immer schöneren, vermeintlich schöner werdenden Gesellschaft zurück zum Überschaubaren, zum Regionalen. Dabei ahnen wir nicht, welche verschlungenen Wege selbst unsere heimischen Produkte nehmen, bevor sie auf unsere Teller kommen. Der Flughafen Frankfurt. Hier werden täglich tonnenweise Lebensmittel umgeschlagen. Vieles Exotische aus aller Herren Länder. Von immer weiter holen wir immer ausgefallenere Frischwaren immer schneller nach Deutschland. Und wenn man das so überlegt, die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre, ist das exponentiell angewachsen. Im sogenannten Perishable Center des Flughafens werden internationale Frischwaren im Minutentakt angenommen, umgepackt, weiterversendet. Auch unsere eigenen Lebensmittel schicken wir auf solche Reisen. Zum Beispiel, um sie zu etwas Besonderem zu machen. Wie dem beliebten Schwarzwälder Schinken. Schweinefleischproduzenten aus ganz Deutschland fahren tonnenweise Schinken in den Schwarzwald, um ihn dort zu räuchern und als Original Schwarzwälder zu verkaufen. Kommt der Schinken aus dem Schwarzwald, ist dort erzeugt worden von einem Schwein, Schwarzwälder Schinken. Alles, was von draußen kommt und dahin transportiert wird und nach Schwarzwälder Art verarbeitet wird, ist Schinken aus dem Schwarzwald. Einen noch kurioseren Weg bringt die deutsche Nordseekrabbe hinter sich. Unsere wirtschaftlich bedeutendste Meeresfrucht. Die Krabben sind natürlich vom Reisetourismus betroffen. Das heißt, die kurbeln ja durch die halbe Weltgeschichte. Bevor sie in unseren Geschäften landen, werden sie häufig per Schiff von den Nordseehäfen nach Marokko oder China geschickt. Zum Poolen. 6000 Kilometer Retour.
Denn Poolen im Ausland kostet pro Kilo Krabbe fast 8 Euro weniger als Poolen in Deutschland. Ein echter Kilometersammler ist auch manch deutscher Joghurt. Erdbeer ist unsere Lieblingsgeschmacksrichtung. Die Erdbeeren kommen zum Beispiel aus Polen. Die Aromastoffe aus der Schweiz. Aluminium und Kunststoff für den Deckel aus Russland und Belgien. Das Etikett wird auf niederländisches Papier gedruckt, hergestellt aus kanadischem Holz. Festgeklebt mit Leim aus chinesischem Rohstoff. Ausgeliefert wird der Joghurt dann auch noch mal in einem Radius von 500 Kilometern. Paradoxerweise haben viele deutsche Lebensmittel so viele Kilometer auf dem Buckel, gerade damit sie billiger werden. Seine Leibspeisen bekommt Thomas Müller heute so günstig wie nie. Noch nie mussten wir für Lebensmittel so wenig ausgeben wie heute. Im Haushaltsbudget der Müllers kosten sie gerade einmal 11% von Thomas' Einkommen. Thomas kann sich daneben viele andere Dinge leisten. Sein Großvater hat noch vor allem für sein Essen gearbeitet. Fast die Hälfte der Einkünfte damals floss in Lebensmittel. Uns geht es heute besser denn je. Geschenkt ist das alles trotzdem nicht. Denn ein anderer Posten in unserer Ausgabenbilanz ist deutlich angestiegen. Energie. Sie ist die Hauptzutat von fast allem, was die Müllers machen. Auch wenn sie das gar nicht merken. Denn für uns ist es ja meistens nur ein Knopfdruck. Wie viel Energie ein deutscher Durchschnittstag verbraucht, ist berechenbar. Wir machen den Test dort, wo mehr Strom verbraucht wird als irgendwo sonst in Deutschland. Im Ruhrgebiet. Hier arbeiten gut 270.000 Unternehmen. Jeder achte Deutsche lebt dort. 12 Großstädte pulsieren dicht an dicht nebeneinander. Deshalb ist die Herausforderung für die Stromversorger hier besonders komplex. Die Netzwerte eines großen Stromanbieters. Die Ingenieure müssen liefern, wissen aber nicht, wie sich die Millionen Kunden verhalten. Der Strombedarf ändert sich von Sekunde zu Sekunde. Zum Beispiel in der Sophie-Scholl-Straße in Mülheim an der Ruhr. Was die Bewohner dieser Siedlung verbrauchen, verraten ihre Stromzähler. Uhr morgens. Der Stromtag beginnt mit einem ersten deutlichen Anstieg des Verbrauchs. Der Grund? Frühstückszeit. Die Familien stehen auf, machen Licht an, kochen Kaffee. Ein Kaffee kostet ca. 1,5 Kilowattstunden Strom. Das Rührei 0,9 Kilowattstunden. Das ist eigentlich nicht viel. Aber was sich in der Sophie-Scholl-Straße in Mülheim abspielt, wiederholt sich millionenfach in ganz Deutschland. Diese Gleichzeitigkeit addiert sich im Gesamtnetz, wenn das eben 50, 60, 70 Millionen Menschen machen, zu einer neuen Spitze, die dann halt gedeckt werden muss. Deshalb müssen jeden Morgen um ca. 6 Uhr die Stromkraftwerke ihre Leistung deutlich hochfahren. Nur um die Haushalte mit dem Strom zu versorgen, den wir brauchen, wenn wir aufstehen. 10 Uhr. Der Verbrauch in manchen Familienhäusern bleibt hoch. Selbst während der Bürozeiten. Denn dank Computer und Internet findet bei manchen genau das zu Hause statt. Und Arbeit kostet Strom. Eine einzige Anfrage in einer Suchmaschine zum Beispiel verbraucht einer Schätzung zufolge so viel Energie wie der Betrieb einer 11 Watt Energiesparlampe in einer Stunde. Jeden unserer Klicks verarbeiten Rechenzentren. Deutschlandweit stehen Zehntausende Server. Der Energieaufwand allein für unser Internet beträgt geschätzte 12 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. So viel Strom wie Köln und München in einem Jahr zusammen verbrauchen.
13 Uhr. Die Männer in der Netzwarte müssen die Stromproduktion drosseln. Der Bedarf an Kraftwerksleistung sinkt. Denn die Sonne kommt hinter den Wolken hervor. Solaranlagen produzieren jetzt Energie. Weltweit sind wir das Land, das am meisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewinnt. Das ist inzwischen typisch deutsch. Das ökologische Bewusstsein in Deutschland ist relativ weit verbreitet. Es gibt dafür natürlich die ernsthaften Ökobilanzen und andere Dinge, die zeigen, dass da viel getan wird. Es gibt natürlich auch die eher ironischen Formulierungen. Unsere italienischen oder französischen und englischen Freunde erkundigen sich immer voller Interesse nach der deutschen Mülltrennung. Das ist sozusagen das Merkmal des ökobewussten Deutschen heute. Wenn er auf dem englischen Flughafen nach den Mülltrennungsbehältern fragt, die es ganz einfach eben nicht gibt. Heute stammen bereits 20% unseres Stroms aus grünen Quellen. 22.000 Windräder und ein Viertel der Solaranlagen der Welt stehen bei uns. 18 Uhr in der Sophie-Scholl-Straße in Mülheim. Die Familien haben Feierabend und der Stromverbrauch steigt. Herd, Ofen und Spülmaschine fressen jetzt Strom. Ruhig wird es erst um eine bestimmte Uhrzeit am Abend. Die Nachrichten des Tages, heute mit Matthias Vornoff. Guten Abend, liebe Jetzt machen wir nur noch eins. Wir schauen fern. Das verbraucht 10-mal weniger Strom als der Betrieb eines Cerankochfelds. Besonders ruhig wird es im Stromnetz an ganz bestimmten Tagen. Spielt unsere Nationalelf, sackt der Stromverbrauch auf Rekordtief. Bis zum Halbzeitpfiff. In der Halbzeitpause gehen wir auf Toilette. Wir holen ein Bier aus dem Kühlschrank. Wo Licht und Kühlkompressor anspringen. All das tun Millionen von Fußballfans zeitgleich. Der Stromverbrauch geht nach oben. 24 Uhr. Die Straße schläft. Trotzdem tickern die Stromzähler eifrig. Das liegt am Standby. Obwohl unsere Geräte immer stromsparender werden, ist der Stromverbrauch des deutschen Durchschnittshaushalts seit 1991 nahezu konstant. Immerhin, im internationalen Vergleich liegen wir relativ weit unten. Wir sind sparsam, bei Strom wie auch bei anderen Ressourcen. Also, dass das Geld zum Fenster rausgeschmissen wird, das wird hier nicht gerade geschätzt als gesellschaftliche Einstellung und Haltung. Und das ist keine schlechte Grundeinstellung, finde ich. Unser Stromnetz hegen und pflegen wir wie kaum eine andere Nation. Denn wir haben eines der ältesten Stromnetze der Welt. Strom als Massenware gibt es zuerst in Berlin 1884. In den 20er Jahren breitet sich das Netz rasant über ganz Deutschland aus. Bis heute ist es eines der dichtesten und sichersten Stromnetze weltweit. Und so erleben die Müllers, statistisch gesehen, pro Jahr nur 15 Minuten Stromausfall. Doch Elektrizität ist nur ein Teil der Energie, die wir benötigen. Den Löwenanteil, mehr als ein Drittel, beziehen wir aus Öl. Wir fördern es sogar selbst. 7 Kilometer vor der Küste arbeitet Mittelplate A, unsere einzige Ölplattform in der Nordsee. Ein paar Kilometer weiter auf dem Festland bohrt 1856 Ludwig Mein als erster in der Welt nach Erdöl. Seitdem gab es immer wieder Versuche, unseren Hunger nach Öl aus eigenen Quellen zu stillen. Aber andere Länder waren deutlich erfolgreicher. Der Schatz ist gehoben. Aus einer Tiefe von 2000 Metern Erdöl. Heute produziert Mittelplate A ganz allein 60% des deutschen Erdöls. Doch ist das nur ein winziger Tropfen. Zusammen mit 2 Festlandölfeldern gerade einmal 3% unseres Bedarfs. Die restlichen 94 Millionen Tonnen pro Jahr kommen aus dem Ausland. Mehr als ein Drittel aus Russland, 14% aus Großbritannien. Den Rest liefern Norwegen und vor allem afrikanische Staaten und Kasachstan.
Öl durchwirkt unser Leben, viel stärker als wir es ahnen. Die Fernbedienung von Thomas Müller zum Beispiel besteht aus Kunststoffen wie Polycarbonat. Und das wird aus Erdöl hergestellt, 0,1 Liter. Natürlich besteht auch das Telefon aus Kunststoff, ergo aus Öl, nämlich 0,2 Liter. Und auch im Fernseher mit seinem PVC-Gehäuse stecken über 2 Liter Öl. Genauso sieht es mit dem Sofa der Müllers aus. Außerdem im Fußboden, in der Wandfarbe, eigentlich überall. Insgesamt klebt ungefähr so viel Öl in der Wohnung der Müllers, wie für eine Urlaubsreise nach Spanien verbraucht wird. Trotzdem gibt es eine Flüssigkeit, die ist für uns noch viel existenzieller. Es ist Wasser. Der elementare Treibstoff unseres Körpers. Unser Gehirn besteht zu 73%. Unsere Lungen zu 83%, unsere Zähne zu 10%, unser Herz zu 73% und unsere Muskeln zu 79% aus Wasser. Und das verlangt permanent nach Nachschub. Täglich verbraucht Thomas Müller ganze 4200 Liter Wasser. So viel wie 33 Badewannen. Wie kommt das? Wir rechnen nach. So beautiful. In der Küche benötigen die Müllers gerade mal 5 Liter. Unterdurchschnittlich. Vielleicht ist trotzdem Sabine schuld, denn sie verrichtet 3/4 der Putzarbeiten bei den Müllers und gilt wie alle deutschen Hausfrauen als besonders reinlich. Trotzdem liegen wir mit im Schnitt 7 Liter Putzwasser und 50 Minuten Putzzeit pro Tag im Mittelfeld im Vergleich mit anderen Nationen. Aber Briten und Amerikaner putzen ohne Wassereimer und benutzen Einweglappen. Deutsche Hausfrauen waschen dagegen ihre Putzlumpen. Das spart Lappen, aber braucht Wasser. 13 Liter insgesamt für die Wäsche. Dazu kommen weitere 9 Liter Wasser für unsere beiden liebsten Hobbys, den Garten und das Auto. Am meisten Wasser benötigt Thomas allerdings für sich selbst. Für Duschen und Baden 45 Liter am Tag. Noch einmal genauso viel spült er täglich die Toilette runter. Trotzdem, alles in allem sind das nur 125 Liter pro Kopf pro Tag. Wo bleiben die restlichen 4075, die wir laut Statistik verbrauchen? Das meiste steckt in unseren Gebrauchsgütern, vor allem in unseren Lebensmitteln. 26 Liter in einem Apfel, 19 Liter Wasser in einer Möhre. Mehr als das Doppelte in einer Flasche Bier, allein durch den Produktionsaufwand. Das ist noch nichts im Vergleich zu tierischen Produkten. Über 15.000 Liter stecken zum Beispiel in einem Kilo Rindfleisch. In der gleichen Menge Kaffee sogar 21.000. Und in einem Auto gigantische 400.000 Liter. Rechnet man diesen Verbrauch mit ein, landet der durchschnittliche Deutsche bei einem Konsum von 4.200 Litern pro Tag. Reinstes Trinkwasser. Von allem Wasser auf der Erde sind nur 2% so sauber. Wir Deutsche gehen vergleichsweise sparsam mit dieser Ressource um. Wir haben den niedrigsten Wasserverbrauch aller Industrieländer. 80% unserer Wasserressourcen fassen wir nicht einmal an. Trotzdem gibt es nur an einer einzigen Stelle in Deutschland tatsächlich 100% reines Wasser. Ausgerechnet in einer Millionenstadt, in Köln, und zwar mitten in der Stadt, unter dem Dom. Die 50er Jahre. Aufräumarbeiten nach dem Krieg. Immer wieder stoßen die Arbeiter auf Artefakte. Man beschließt Grabungen um und vor allem im Dom.
Im April 1959, durch Zufall bricht ein Arbeiter im Boden ein und steht mit beiden Beinen in einer Kammer. 1500 Jahre alte Merowingergräber. Darin Goldschätze und drei Glasflaschen. Sie enthalten noch Originalflüssigkeit. Etwas, das es bis dahin noch nie gab. Die Archäologen wissen, üblicherweise gab man den Toten Trinkbecher und Wein mit. Haben sie antiken Wein gefunden? Ein Labor untersucht. Und dann kam der große Schreck. Denn plötzlich musste man feststellen, dass man nichts anderes analysieren konnte als Wasser. Eine Riesenenttäuschung, ganz herbe. Doch die Forscher entdecken, dass die Flüssigkeit aus dem Grab einmalig ist. Denn es ist besonderes Wasser. Sauberes Wasser. Keine Insektizide und Pestizide, die heute in jedem Wasser drin sind, zwangsweise. Einst war das Domwasser Parfüm. Die Parfümpartikel haben sich abgesetzt. Zurück blieb das reinste Wasser Deutschlands. Es ist wirklich ein Weltkulturerbe, anders kann man es nicht nennen. Wasser dieser Reinheit findet sich sonst nur im ewigen Eis. Genug sauberes Wasser, genug Essen, genug Energie. Uns Deutschen fehlt es an nichts. Und doch sind wir auf der Suche. 100 Minuten am Tag surft Thomas Müller im Internet. Und es wird immer mehr. Im Jahr 2000 haben die Deutschen das Internet für den Austausch von Informationen im Volumen von 2 Terabyte pro Monat genutzt. Das entspricht einer Million Musikstücke. Im Jahr 2012 tauschten wir bereits Informationen von 1000 Terabyte aus. Das ist so viel wie 2 Bibliotheken aller Bücher der Erde. Experten prognostizieren, dass es 2020 ca. 6000 Terabyte sein werden. Das entspricht dem Inhalt von 1 Million DVDs. Aber warum machen wir das? Wächst unser Wissenshunger? Oder geben wir unser ganzes Geld im Internet aus? Die Antwort zeigt die Statistik zu unseren häufigsten Internetsuchschlagworten. Aus einer vorgegebenen Auswahl von 64 Begriffen suchten die Deutschen in Rostock am meisten nach Arbeit, in Bielefeld nach Glück und Lachen, in Hannover nach Ruhe, in Trier nach Vertrauen und in Würzburg nach Genuss. Früher sozusagen waren wir auf der Suche nach dem materiellen Wohlstand. Mittlerweile sind wir auf der Suche nach dem Seelenwohlstand, nach einem sozialen Wohlstand. Für uns Deutsche bedeutet das Austausch mit anderen. Studien zeigen, das Internet macht uns nicht einsam, sondern wir nutzen es zum Aufbau persönlicher Beziehungen. Ich glaube, dass die Kommunikationsmedien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, einfach nur die Möglichkeiten erweitern, aber nie die persönliche Kommunikation ersetzen werden. Weil wir sind soziale Lebewesen und wir brauchen das einfach. Ohne würde es uns nicht gut gehen, würden wir wahrscheinlich auch nicht lange existieren. Unser größter Wunsch ist nach wie vor eine langfristige Partnerschaft. Zwar reden Thomas und Sabine nicht viel miteinander, wie alle deutschen Ehepaare im Schnitt nur 15 Minuten am Tag, aber das Zusammensein ist für sie essentiell. Wenn wir niemand haben um uns herum, haben wir kein Echo. Wenn wir kein Echo haben, sterben wir sozial. Deshalb lieben wir das Telefon. 38 Minuten hängen wir pro Tag am Hörer. Tendenz stark steigend. Ja? Seinen treuesten Anrufer kennt Thomas schon sein ganzes Leben lang. Nein, seine Mutter. Was geht's? Einmal pro Woche meldet sie sich bei ihm. Nein. Ja, hallo? Das ist doch super, das wolltest du doch. Unsere Telefondaten verraten, worüber und warum wir am Telefon miteinander sprechen. In der Zentrale eines großen Mobilfunknetzbetreibers. Auf einer 60 Quadratmeter Leinwand laufen unsere Daten zusammen. Sie sind der Schlüssel zu nichts Geringerem als zu unserem ganz alltäglichen Leben. Das Münchner Oktoberfest. Nirgends telefonieren und SMSen wir mehr als hier am zweiten Samstag. Weil wir uns verabreden wollen. Grüße senden.
Genauso bei großen Fußballspielen, wo eigentlich Schweigen im Lande herrscht. Niemand telefoniert, außer es fällt ein Tor. Ein Volk von Bürokraten, die mit dem Handy nur Berufliches vor aller Ohren regeln oder das Aktienportfolio checken. Am liebsten greifen wir zum Telefon, wenn uns etwas berührt. Wenn wir etwas teilen wollen, suchen wir die Nähe zu anderen. Und am allerliebsten sind wir direkt zusammen. Deshalb erlebt bei uns auch der gute alte Verein eine Renaissance. Statistisch gesehen ist jeder erwachsene Deutsche Vereinsmitglied. Die Anlässe haben sich geändert. Heute sind es nicht der Herrengesangs- oder Turnverein, sondern eher Naturschutz- oder Selbsthilfegruppen, die sich vielerorts gründen. Das Bedürfnis dahinter bleibt dasselbe. Wir suchen unser Glück in der Gemeinschaft. Wir suchen es mit Freunden. Und wir streben es für unsere Familie. Doch wie genau sieht es aus, das Glück in Deutschland? Unser Land ist nach wie vor in Ost und West gespalten. Im Osten ist die Zufriedenheit relativ gering, während vor allem die Süddeutschen glücklich sind. Wo aber leben die glücklichsten Deutschen? Die meisten glücklichen Deutschen gibt es in Stuttgart, gefolgt von Hamburg, gefolgt von Bremen. Dort scheinen offensichtlich die Kriterien Zufriedenheit mit der Familie, im Freundeskreis, die gesundheitlichen Aspekte am positivsten ausgeprägt zu sein. Am relativ unglücklichsten sind die Deutschen in Berlin, im großen Berlin, aber auch in den westdeutschen Großstädten Essen und Köln. Heißt das, dass es uns schlecht geht? Oder gut? Wo stehen wir heute? Von armen Bauern zu stolzen Eigenheimbesitzern. Wir haben uns emanzipiert, für unsere Rechte gekämpft, uns Wohlstand erarbeitet. Wir kümmern uns um unsere kulturellen Schätze und um unsere Liebsten. Wir sorgen für unsere Natur. Uns geht es doch eigentlich ganz gut. Und tatsächlich, laut aktuellem Glücksatlas haben wir uns von Platz 15 auf 9 verbessert. Oberes Mittelfeld in Europa. Noch nie waren wir Deutsche so glücklich wie heute.